wie Sie Ihren Internetanschluss überprüfen können. Am einfachsten und am schnellsten machen wir das mit einem Ping. Wir starten dazu die Eingabeaufforderung. Unten links die Windows-Taste, CMD, kommen wir in die Eingabeaufforderung. Wir schauen zuerst, ob wir unseren Router erreichen. Der hat eine IP-Adresse. Die bekommen wir raus, indem wir über IP-Config, also ich zeige Ihnen das nochmal, IP-Config und Enter, bekommen wir bei dem Ethernet-Adapter das Standard-Gateway. Und dieses Standard-Gateway ist die IP-Adresse unseres Routers. Versuchen wir den mal zu erreichen. Mit einem Ping, ein kleines Datenpaket, an die 192.168.10.101 in meinem Fall, das kann bei Ihnen daheim anders aussehen. Bei den meisten Fritzboxen ist es die 192.168.178.1. Hier in dem Fall bei mir ist es so. Ich schicke ein kleines Datenpaket mit einer Größe von 32 Bytes an den Router und ich bekomme eine Antwort in weniger als eine Millisekunde. Jetzt schicke ich ein Datenpaket an einen Server, einen DNS-Server draußen im Internet, um zu sehen, ob die Internetverbindung besteht. Einen Ping an die 1.1.1.1. Und auch hier bekomme ich eine Antwort in ungefähr 14 Millisekunden. Das gleiche nochmal zu Google. Google hat die. Jetzt brauchen Sie noch eine Namensauflösung, damit das Internet als solches wirklich funktioniert. Also machen wir einen Ping an www.google.de. Und wir sehen auch hier, der Name wird übersetzt in eine IP-Adresse und wir bekommen hier auch eine Antwort innerhalb von 15 Millisekunden. Das heißt, das Internet funktioniert. Was man jetzt noch überprüfen kann, ist einen Ping ins Internet machen mit Leerzeichen minus T und das einfach mal ein bisschen laufen lassen, um zu schauen, wie stabil das Ganze funktioniert. Hier bei mir ist das jetzt ein Beispiel von einem kabelgebundenen Anschluss. Das läuft ziemlich gleichmäßig durch, so sollte das sein. Und gut, funktioniert. Können wir so lassen. Mit Steuerung C können wir das Ganze hier wieder abbrechen. Und es wäre schön, wenn Sie uns diese Ergebnisse zusenden können im Falle eines Problems, damit wir dann genauer reinschauen können, wo das Problem herkommt. Denn hier allein diese Zahlen geben uns schon viele Informationen, um eben Ihren Internetanschluss zu überprüfen, sollte es doch zu einer Störung kommen. Vielen Dank. Tschüss.